die Vision und wo es hingehen soll. Und ob der Fußboden jetzt ein Teppich ist oder ob da jetzt ein bisschen Staub liegt oder ob das jetzt noch ein ungestrichener Holzboden ist, das ist ja für den Prozess und für das Unternehmen ist es ja vollkommen unwichtig. Oder beziehungsweise für den Arbeitsprozess ist es vollkommen irrelevant. Und wir haben ja auch hier bewusst gesagt, wir machen es hier niemals so wirklich clean und glossy und Highstyle. Ich wollte dafür nochmal einen eigenen speziellen Begriff haben, der auch dieses Future Work quasi eingreift. Und natürlich auch dieser ganze Prozess des Designs. Dadurch, dass ich es mache, gibt es das jetzt ja. Ich gucke, wie kann man Innovationsprozesse quasi gestalten? Wie kann man Innovationsprozesse so anlegen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Innovation entsteht? Das Solution Space hier hat ja auch den Beinamen Innovationshaus am Dom. Natürlich auch von Anfang an immer versucht, irgendwo finanzielle Förderung, Unterstützung zu bekommen, hat aber soweit nicht funktioniert. Und daher haben wir gesagt, wir wollen das jetzt machen, wir müssen es jetzt machen, wir machen es jetzt. Und deshalb waren das dann Mittel des Solution Spaces, mit denen der Solution Space umgesetzt wurde. Was jetzt aber deutlich ist, jetzt wo wir auch mehr Sichtbarkeit haben und auch sehr viel kommunizieren, dass die Politik, die Wirtschaft und die Stadt natürlich auch noch aufmerksamer auf das Thema werden. Was aber auch, glaube ich, damit was zu tun hat, dass sich Köln in den letzten Jahren auch sehr stark entwickelt hat und natürlich der Druck durch andere Städte erhöht wird. Generell sind wir wirklich offen für alle Richtungen. Es kommt vielmehr darauf an, was der Mensch für ein Mindset hat. Also ist es eher so jemand, der sagt, ich will nur ein Büro haben, mach meine Tür zu und verkrieche mich, dann würden wir sagen, nee, passt nicht, weil dann ist der Austausch, die Kommunikation schwerer. Hier im Space haben wir das Vernetzen der Menschen auf zwei Arten und Weisen gestaltet. Also einmal die Anordnung der Räume, beziehungsweise die Gestaltung der Fläche. Das heißt, die Leute kommen rein, die werden erstmal persönlich empfangen. Wir haben unten jemanden am Empfang, der irgendwie fragt, na, wie geht's dir? Dann kommt man da schon so ein bisschen ins Schwatzen. Wir haben hier das interne Café, wo wir auch eine Austauschfläche haben. Dann haben wir noch weitere Flächen, wie zum Beispiel den Coworking-Bereich oder die Werkstatt. Das sind auch Flächen, die wieder quasi unternehmensübergreifend funktionieren. Sowas dann. Oder später dann die Dachterrasse. Und wenn wir mal ganz technisch davon sprechen, dass wir Innovationsökonomien fördern wollen, dann heißt es, dass man manchmal das findet, wonach man gar nicht gesucht hat. Richtig. So, und dafür braucht man aber Orte, in denen sowas passieren kann. Und das finde ich hier die toll Mischung gelöst. Tradition und Moderne. Ne? Absolut, ja. Das heißt, wenn du hier hinkommst und ich frage dich, hey Ali, wie geht's dir, an was arbeitest du gerade, was hast du irgendwie das nächste halbe Jahr noch vor und bei welchen Themen brauchst du vielleicht Unterstützung? Und wenn man das wirklich mit allen Leuten hier im Haus macht, hat man irgendwann ein gutes Bild, wer wie zusammenpasst und wo der eine den anderen noch unterstützen kann. Oder man schaut zu diesem passenden Thema, welche Menschen gibt es sonst noch im Netzwerk. Also dieses ganze Netzwerken, Projektarbeit bezieht sich ja nicht nur hier auf das Haus, sondern es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel im Startplatz sitzen oder im Clusterhaus sitzen oder im Co-Labor oder drüben in der Bot-Fabrik. Und mit denen kann man ja auch in Austausch gehen und die gemeinsam an den Tisch holen. Und sowas ist ja auch total fantastisch. Also auch wieder dieses verschiedene Menschen, verschiedene Unternehmen, verschiedene Kulturen einfach zusammenzubringen. In 5 Jahren. Da wird dieser Space so gewachsen sein, dass es mindestens 5 Häuser sind.